Hallo, ihr Lieben da draußen. Ja, ich bin die Thomas und ich bin jeden Samstag für euch da. Das dieswöchige Thema lautet ja, was tun, wenn man in eine hetero Frau und verliebt ist. Ja, als ich das Thema erfahren habe, musste ich erstmal schmunzeln, denn bevor ich meine jetzige Freundin kennengelernt habe, gab es jetzt, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, vielleicht schon so einige Anzeichen dafür oder ein gesteigertes Interesse für Frauen. Aber ich hätte mich jetzt, also ich hätte selber von mir nie gedacht, dass ich wirklich mal eine Beziehung mit einer Frau haben werde, die über alle damaligen Hetero-Beziehungen hinausgeht. Ich würde also von mir behaupten, dass ich, bevor ich mir über mein gesteigertes Interesse an Frauen bewusst geworden bin und die Anzeichen dafür entdeckt habe, dass ich vielleicht auch bisexuell sein könnte, schon ziemlich hetero war. Meine Freundin ist bisher die einzige Frau in meinem Leben, die mit der ich eine längere Beziehung hatte. Als Bisexuelle ist es für mich vielleicht auch ein bisschen einfacher, darüber zu erzählen, ja, wie ihr das anstellen könntet, eine hetero Frau zu bekommen. Zu Beginn muss ich auch noch sagen, dass es zwei Videoteile geben wird. Der eine wird darum gehen, wie meine eigene Erfahrung war, als ich sozusagen noch hetero war und wie ich das erlebt habe mit meiner jetzigen Freundin, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann gibt es ein zweites Video, in dem ich dann nochmal sozusagen mehr oder weniger so ein paar Tipps geben werde, die daraus dann resultieren. Ich werde das einfach so erklären, indem ich mein eigenes Beispiel euch vorstelle, und zwar wie meine Freundin, die vorher schon eine 5 Jahre lange Beziehung mit einer Frau hatte und auch schon mehrere Erfahrungen mit Frauen gemacht hat, mich als noch unwissende Bisexuelle, also damals als Heterofrau, rumgekriegt hat. Also Schritt Nummer 1. Wie haben sich meine Freundin und ich kennengelernt? Und zwar war das Ganze ziemliches Schicksal, wenn ich es mir jetzt so im Nachhinein mal anschaue. Und zwar liegt das daran, dass wir so einige Gemeinsamkeiten haben. Zum Beispiel hören wir die gleiche Musik zu 80%. Wir hatten den gleichen Lieblingsclub. Wir haben beide den gleichen Beruf gelernt. Und was wir viertens ist, dass wir haben wir einen ziemlich großen gemeinsamen Freundeskreis. Ich mache mal kurz ein Beispiel. Meine Freundin ist aus der Generation meines Bruders, also 7 Jahre älter als ich. Jetzt hatte mein Bruder einen Kollegen, der auch meine Freundin kennt. Dieser Kollege hatte aber eine oder hat eine Schwester, mit der ich zum Beispiel größtenteils meine Jugend verbracht habe. Diese ganzen Zufälle führten irgendwann dazu, dass wir uns in diesem besagten Lieblingsclub kennengelernt haben. Und zwar hatte meine Freundin einen Kollegen, den ich vorher aber auch noch gar nicht irgendwie richtig kannte. Und den, ja, mit dem habe ich getanzt und ja, hatte total Spaß mit dem. Und dann haben wir uns so unterhalten. Aber es war jetzt nicht so richtig mein Typ. Aber ich fand einfach, dadurch, dass er gut tanzen konnte, habe ich gesagt, naja, warum nicht? Mal ein Schwätzchen halten und so, mal ein bisschen raushören, wie der so tickt. Aber dass er mir doch gerne jemanden noch vorstellen möchte und ich dachte so, okay, was kommt jetzt? Und dann saß da meine liebe Freundin. Ja, eben Afrikanerin, hübsches Gesicht, toller Körperbau, super interessante Frau. Konnte super tanzen, war super beliebt bei allen Leuten.
also wollte sie erstmal kennenlernen. So diese Gefühle, dass ich jetzt irgendwie mich in sie verliebt hätte, sofort in dem Moment, waren erstmal nicht da. Es war erstmal so ein Überwältigtsein irgendwie von einer Person. Im Laufe des Gesprächs an diesem Abend hat sich dann herausgestellt, dass wir den gleichen Beruf haben. Und dann haben wir so miteinander getanzt und so. Und sie hat aber dann auch mal mit jemand anderem getanzt und irgendwie alle mal durchgetanzt. Und ja, dann hat sie mir eben auch ein Kompliment gemacht, dass ich gut tanzen könne und ob ich halt irgendwie was zu trinken haben möchte. Habe ich das dankend angenommen, habe mich gefreut und ja, mehr war an diesem Abend eigentlich auch erstmal nicht. Ich habe dann, glaube ich, irgendwann von mir aus erwähnt, ja Mensch, kommen wir tauschen Handynummern aus, dann können wir mal was zusammen machen. Also das kam dann so von mir aus, aber auch nicht mit so einem gewissen Hintergrund, sondern einfach, weil ich sie näher kennenlernen wollte, weil ich sie toll und interessant fand. Der zweite Punkt wäre dann, ja, wie geht's weiter? Die weitere Entwicklung. Also die nächsten Schritte gingen, glaube ich, so ziemlich so von uns beiden aus. Ich bin dann halt immer an dem besagten Tag, wenn Reggie kam, halt in den Club gegangen. Und habe dann auch öfter diesen Kollegen eben von meiner jetzigen Freundin gesehen. Und irgendwann habe ich mir immer gedacht, ach Mensch, schade, dass meine jetzige Freundin eben nicht da ist. Und es war irgendwie so nett und wir haben uns so gut unterhalten und irgendwie fand ich die so interessant und toll und hab dann halt auch irgendwann immer wieder mal bei diesem Kollegen nach meiner jetzigen Freundin gefragt. Ja, an einem Abend kam dann eine SMS von ihr, ob ich an dem besagten Abend in dem Club wäre. Ich habe ihr natürlich sofort geantwortet, habe gesagt, ja, ich bin da. Wie wollen wir uns treffen? Ich würde mich sehr freuen. Dann hat sie mich an dem Abend abgeholt. Und wir sind zusammen vorher dann noch woanders hingegangen. Und zwar hatte ihr Kollege ein Projekt, an dem es dann ja afrikanisches Essen gab und zusammen einfach Musik gemacht wurde. Und das fand ich eigentlich auch ganz nette Geste von ihr. Und danach sind wir eben in den Club gegangen, auch mit ein paar Kollegen, die dann auch von dieser Jam Session mitgekommen sind und es war irgendwie einfach auch dann in dem Moment eine ganz lockere Atmosphäre und ich habe mich total wohl gefühlt und es war nicht so beklemmt, dann irgendwie mit ihr alleine dort zu sein und nicht zu wissen, was man irgendwie sagen soll, sondern dass da noch Leute dabei waren, die man irgendwie vorher schon selber ein bisschen gekannt hat, aber die das Ganze einfach noch aufgelockert haben. Ja, leider Gottes habe ich dann an dem Abend zu viel getrunken und meine Freundin musste mich peinlicherweise nach Hause bringen. Das war an sich kein Problem, weil ich eine Wohnung hatte, die genau gegenüber von meinem Club lag. Sprich, ich musste nur über die Straße gehen und war schon zu Hause. Allerdings habe ich dann ihre Hilfe beim Treppensteigen sehr benötigt. Und als sie sich dann um mich gekümmert hat, geguckt hat, dass alles okay ist, ist sie dann nochmal feiern gegangen und kam dann irgendwann nochmal, hat eine halbe Stunde bei mir im Bett gepennt und ja, ist dann zur Arbeit gegangen. Am Morgen hat es dann bei mir geklingelt, ich völlig fertig aus dem Bett gestiegen. So, ja, wer ist denn da? Ja, hallo, hier ist sieben. Ich lade dich jetzt zum Brunch ein. Fand ich super. Ich hatte einen Megakater und hatte einen riesen Kohldampf. Und das fand ich doch eine nette Geste. Wir sind also was brunchen gegangen. Und dann hat sich so einiges, glaube ich, offenbart.
Eine Sache muss ich jetzt noch kurz erwähnen, bevor es spannend wird. Und zwar hört sich das jetzt alles so an, als wäre das in relativ kurzer Zeit sehr schnell alles abgelaufen. Das stimmt so nicht. Also, ihr müsst euch auf jeden Fall Zeit lassen. Denn genau in dieser Zeit vom ersten Sehen bis zum ersten Date ist bei mir als hetero Frau ganz viel passiert, weil ich mich einfach, ja, weil ich einfach selber gemerkt habe, dass da vielleicht auch mehr sein könnte, weil ich einfach ihre positive Energie, aber halt auch ihre Reize sozusagen gefühlt habe irgendwie. Also ich habe mir irgendwie gedacht, ist da jetzt von ihrer Seite aus mehr oder ist da, oder bilde ich mir das eben einfach nur ein? Also man muss, glaube ich, einer hetero Frau auch das Gefühl geben, sie nicht zu überrumpeln. Man muss ihr die Zeit geben, sich darüber Gedanken zu machen, was da gerade passiert. Aber sie gleichzeitig natürlich auch spüren lassen, hör zu, mach dir mal Gedanken darüber, ob ich vielleicht nicht auch was von dir möchte. Also nicht nur rein freundschaftlich, sondern dass es vielleicht auch ein Step weiter ist. Jetzt möchte ich aber den roten Faden wieder aufnehmen und zu diesem, ja, sehr brisanten Brunch zurückkommen. Als ich mich dann so fertig gemacht habe und so, bevor wir losgegangen sind, habe ich hier irgendwie aus irgendeinem Grund, glaube ich, Bilder gezeigt von auch irgendeiner Party. Ich habe so weitergeklickt und irgendwann kam halt ein Bild, an dem mich halt eine Freundin von mir damals, ja, also auch nur so auf den Mund einen Schmatzer gegeben hat. Und das Bild wurde halt eingefangen und meine Freundin hat halt in dem Moment auch so eine zweideutige Frage gestellt. Ich kann es nicht mehr so ganz wiedergeben, aber in dem Moment war mein ganzes Weltbild und von meiner ganzen Situation im Moment total durcheinander, weil ich nicht wusste, was sie damit meint. Es ging irgendwie so in die Richtung, aha, machst du sowas öfter oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann innerlich halt gedacht, oh Gott, die ist Afrikanerin. In Afrika gibt es sowas nicht, sowas macht man nicht in Afrika. Vielleicht denkt sie hier, ich bin voll die Lesbe und oh Gott. Und dabei wollte sie im Grunde genommen nur testen, ob ich was dagegen habe oder ob ich eben auch schon Erfahrungen mit Frauen gemacht habe und ob ich mir sowas vorstellen könnte. Ich habe aber dazu eben in dem Moment gar nicht mehr viel gesagt, weil ich einfach von der Kultur her, sage ich jetzt mal so, ein bisschen verwirrt war. Und in dem Moment habe ich dann auch gedacht, boah, ich glaube, dass diese Reaktion bei mir irgendwie darauf deutet, dass ich auch mehr von ihr möchte, als ich vorher irgendwie mal bei einer Frau gedacht habe. Weil ich gedacht habe, wenn du eigentlich könntest du ja geradeaus einfach formulieren, du, wir waren betrunken und es halt war halt einfach nur ein Kuss, aber eigentlich, also ich stehe nicht auf Frauen oder so. Aber ich habe mir da in dem Moment einen totalen Kopf gemacht und dieser Prozess war eigentlich schon ein Hinweis darauf, dass ich ihr gefallen wollte. Dass ich sie in dem Moment auch nicht bedrängen wollte, weil ich anscheinend also auch irgendwie mehr Gefühle hatte, als ich es bisher für Frauen empfunden habe. Ja, bei dem Brunch verlief es dann weiterhin so, dass sie mir erzählt hatte, dass sie schon eine längere Beziehung hat. Und wie sich das irgendwie alles entwickelt hat, weiß ich jetzt nicht mehr, aber irgendwann wurde ich dann doch stutzig. Und dann kam irgendwie halt raus, dass sie schon seit 5 Jahren eine Beziehung mit einer Frau in Afrika hat.